Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu The Witcher 3 Wild Hunt, die Game of the Year Edition. So, wir haben hier mal unseren ersten Fähigkeitspunkt im Prinzip erhalten. Und wir werden kurz meditieren, dass wir da wieder voller Kräfte sind. Ach du Scheiße! Aha! Fuck! Wow! Lecco mio! Druck, Gedanken, Feuer, Schutzschild, magische Falle. Oh fuck! Oh! Ja, Flucht, 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 Flucht! Blödsche, weg da! Blödsche, kannst du dich bitte schleichen? Danke. Na komm her. Blödsche, das geht doch nicht wahr sein. Wieso rennt das Pferd genau hier? Unfassbar, oder? Komm rein hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist etwas. Nö. Ich meditiere wieder. Danke. Hat er doch gespawnt wieder. Das gibt's ja nicht vom letzten Mal. So, wieder voll aufgeladen. Nice. So, bevor der noch einmal kommt, aber die... Blöd... Müssen wir jetzt verarschen, das? Blödsche. Bleib mal da. Moment, da liegt noch Loot, da liegt noch Loot. Hast du was Geiles fallen lassen? Ja, geht so. So. Dann machen wir weiter mit der Hauptquest und schauen mal drauf, ob wir noch ein Fragezeichen mitnehmen können. Ah! Eine Nebenquest. Lauf, schauen wir da mal kurz hin, würde ich sagen. Und fragen wir mal. Meister Hexer! Ja, ich komm schon. Was gibt's denn? Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist. Aber nee. Ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber. Gewirr, Geschlürfe, etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir, ich flehe dich an. Vor eine Pfanne, jetzt soll ich dir die Schachtel bringen? Gut, ich gehe. Ah, ja. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Halt. Jo, Freunde, also in der Nacht werden wir jetzt nicht so viel machen, dass ihr da ein bisschen mehr seht. Deswegen, was haben wir? 19.36 Uhr. Jetzt ist. Wo ist denn plötzlich schon wieder hier? Ja, dann würde ich sagen, ist doch perfekt. Machen wir bei dir noch ein kleines Bäuschen hier, dass wieder Tag wird und vielleicht das Wetter sogar umschwenkt.
So, das ist ein bisschen verwirrend. Hier unten ist 0. Verstehe ich nicht. Wir gehen mal auf 5 Uhr morgens. Und schauen mal, wunderschöner Sonnenaufgang. Sensationell, oder? Geil. Der Wind ist noch da, aber der Regen ist, glaube ich, schon verzogen. So. Okay. Ich habe euch auch versprochen, glaube ich, dass wir die Hauptquest machen. Frage nach Yennefer. Das können wir machen. Was? Nebenquest. Was war das jetzt für eine? Ah, das ist das mit der Schachtel. Findet ihr einen milden Wert? Was sind das für. Ah, das ist die. Auf der Teufel im Brunnen machen wir später. Schatzsuche, Weißgarten. Sind das die Nebenquests? Ich verstehe es noch nicht ganz. Wechsel sind ja die Schachtel. Wo wären das? Wenn das jetzt gleich direkt irgendwo wäre. Schauen wir gleich einmal. Komm schon, Plätze! Irgendwo da soll eine Schachtel sein. Okay, wir können einmal die Schachtel schnell suchen. Okay, das sind glaube ich explodierende Fässer. Die Hütte ist da auch ein bisschen eingebunden, da sind irgendwo Tiere, aber sie sind ein bisschen weiter weg, das passt. Wo geht's hier? Geht's hier irgendwo rein? Die Hütte? Oder nicht? Da schaut nichts aus. Gut, wo ist deine Schachtel? Der Wind heult. Aha, deine rote Spur. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Achso, jetzt müssen wir da dem nachverfolgen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Ah, was haben wir hier? Eine Schachtel müssen wir noch finden. So, was bist du für ein Level? Boah! Ah, fuck! Hä? Komm schon, komm mit. Wow! Schön geblockt! Spezialangriff. Nice. Boah. Da ist der Wagen. Ah, geil. Ist dann auch irgendwo einer da drüben. Ja, wir können auch instant natürlich ein... Oh, ich kann nicht. Wir könnten auch ein Brot reinziehen uns. Das gibt uns auch ein bisschen Kraft da oben. Es steigt. Achso, wir haben die scheiß Schachtel noch immer nicht, oder wie? Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. So, können wir jetzt?
Ja, Gott sei Dank. Wieder voll aufgetankt, das war wichtig. So, da ist noch Loot. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Nice. Und weg. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Kann ich die Pfeile mitnehmen? Dann loopen wir das Ganze doch gleich einmal. Die muss doch auch fast irgendwas sein, oder? Nope. So, dann ab zu dem Kollegen wieder hier. Hallo Blödsinn. Mal schneller zurück, dann hoffentlich haben wir die Quest jetzt mal abgeschlossen. Langsamer. Oh, noch ein Hexer hier, das? Oder als sein Pferd wahrscheinlich. Hoppala, sorry. Wollte mit dir quatschen. Oh, und? Hast du die Schachtel? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht. Mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Nee, oder? Ist Lied, Freunde. Go, 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 go. Jetzt müssen wir dem Trottel noch nachreiten. Ich glaub's nicht. Halt! Ich muss ihn hier wegbringen. Oh. Habe ich was Falsches gedrückt? Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davon reiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests Andenken. Nochmal vielen Dank. Temerien vergeht nicht. Solange wir leben. Das ist gar nicht mein Pferd. Plötze! Ja, ja. So. Ich habe das auch erledigt. Oh, da wäre gleich ein Fragezeichen, aber es ist ein Dorf.
Freunde, 15. Dann quatschen wir da noch Hauptquest-mäßig da oben, oder? Da können wir noch immer hin. Komm, ich hab's euch versprochen, deswegen reiten wir jetzt schneller hin. Dann haben wir da in der Nähe gerade Sinn. Und go, komm. Das Gespräch machen wir noch. Auch wenn man immer wieder abgelenkt wird und so, ist jetzt das. Hallo. Oh. Los, los. Ja, Steuerung ist auch nicht so ganz meins anscheinend. Noch nicht. Ich will auf den Minimap schauen, ob man nicht irgendeinen kleinen Exosinne. Achso, das ist nicht das. Ah, okay. Mit den Wasserweibern und so da. So, da poppt mal nichts auf die Schnelle auf. Komm, go, 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 go. Ah, der Schnellreisepunkt, nice. Ah, hier müssen wir rauf. Okay, dann packen wir mal unser Pferd hier ganz entspannt. Okay. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Warte, ich brauch kein Essen. Ich hab genug, ich hab 8 Brot mit. Ja? Oder 9. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Halt! Das heißt halt. Ich nehme lieber keine Blumen und so hier, wo die ganzen Wachen sind. Das könnte ein bisschen gefährlich sein, theoretisch. Obwohl die Pflanzen wahrscheinlich egal wären. Ihre Dechärten, NWS Essert, Essert Orden, Kekel Mekehr. Wir könnten doch schauen, ob es so eine Art Quicksave gibt, vielleicht auf die ganz schnelle Steuerung. Tastenzuweisung. Zwischen Zeichen umschalten, Mausrad, okay. Ja, das ist natürlich, ja, gut zu wissen vielleicht. Dann brauchen wir nicht ins Menü rein. Das nächste Mal. Schnellspeichern F5, nice. Das wollte ich. Schnell gespeichert. So, wir nehmen eine Blume und passiert nichts. Nice. Luede Nordling. So, da ist ein Art Schmied, oder wie? Waffen aufwerten. Machen wir das gleich, sonst vergesse ich es eh wieder. Nice. Und um wie viel ist das jetzt ein Bonus? Weiß man nicht. Ah, da eine geile Rüstung. Ja, Exzellenz. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel übrig ist. Aber Soldaten sind auch nur Menschen und müssen essen. Ja, Exzellenz. Husteblume. Ja, wir haben jetzt 19 auf der Uhr. Diesmal will ich ärmlich, mal schauen, und übel riechend, dass ich die 20 auch hinkriege. Haben halt 19 Minuten heute. Wobei, so lange habe ich das Gespräch nicht, was ich mir erinnern kann. Mit dem reden wir noch. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf.
und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Willst du von ihm auch was beschlagen? Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Wenn nötig, ja, natürlich. Es herrscht Krieg, falls dir das entgangen ist. Wer bist du? Nicht. Rede. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Alles klar. Mit der kann ich... Kräuterfrau oder fragt den Jäger nach dem Futter der Leichen. Da kann ich durch. Nice. Da fangen wir doch ganz normal oben dann an. Gut, Freunde, das war's. Hier ist doch ein schöner Punkt, um... Eine Kiste. Da mache ich da kurz einen Quick Save und schaue, ob ich das offline, ob ich da das stehlen kann oder nicht. Könnte aber schwierig werden. Da schaut gar nicht her, aber ja, okay. Gut, das war's. Danke für diesen Part, Freunde. Im nächsten geht's dann weiter. Da fragen wir den Jäger und dann werden wir auch die Kräuterfrau fragen. Und ich hoffe, dass es in einem Part ausgeht. Kommt darauf an, wie lange das mit dem Jäger dauert. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.